Herzlich willkommen zurück zu Atlantic Fleet, 11. Folge, Battle of the Atlantic Modus, Deutsche Kriegsmarine. Mal schauen. Ja, letztes Mal war ja die Scharnhorst war schwer beschädigt worden. Deswegen ziehen wir die jetzt mal zurück und reparieren die. Was 16 Runden dauern wird, das gefällt mir so nicht ganz. Da die Gneisenhorst hier so ganz allein ist, werden wir mal die Max Schulz Unterstützung zu geben, damit es da nicht noch von U-Booten angegriffen wird. Oder dass sie sich da zumindest wehren kann. Sowohl auf den Konvois lang. Ja, genau. Nichts passiert. War ja mal wieder klar. Oder doch immer jetzt ist was passiert. Wir stoßen auf den Zerstörer mit den beiden U-Booten U39 und U40 auf den Zerstörer Ilex und vier Frachter. Nachts, das heißt keine Art Luftschläge. Wo haben wir es denn? Oh, wir tauchen mal auf. Dann können wir die Ilex erstmal schön nerven und zweitens im wahrsten Sinne des Wortes zum Einlenken bewegen. Was ist denn? Da ist ein Schiff im Weg. Wir tauchen auch mal auf. Wir hoffen, dass einfach nichts passiert. Das. 10,5 Schuss daneben. Ganz schön dreist, Freundchen. Ja, solange du jetzt beidrehst, soll mir das recht sein. Wir schließen jetzt immer hier die Frachter. Deckschussmunition müsste ich eigentlich genug haben, ne? Boah, 109 Schuss. HE natürlich. Drüber. Mit der U40 tauchen wir mal wieder. So, komm ich jetzt. So, Entschuldigung, ihn wieder kurz gestört. So, muss ich kurz mal einordnen. Ah ja, stimmt. Genau, U39 haben wir jetzt hier. Ach, komm, 5. Trifft sowieso nicht. Klappt daneben ist auch vorbei. Komm, Ilex, komm schon. Sehr schön. Ja, dann, sie hat angebissen. Treffer. Wo haben wir sie denn? Ach, da. E-Class Destroyer. Ich glaube, so oft hatten wir die noch nicht. Kilometer oder nur 4000 irgendwas noch. Ist mir noch zu weit. Ich bin echt nur geringfügig schneller als der Frachter. Ja, hier hoffen wir, ich erwischen wir die.
1800. Er empfiehlt mir 320. Ich warte noch die Runde. Eieiei. Eieiei. Das muss reichen. Ich schließe hier zwei Torpedos. Sink doch bitte. So gefällt es mir. Die zwei Torpedos haben gesessen. Sink Merchants and Withdraw. Gut. East Saragossa Sea. Alliierte Konvoi von Kriegsschiffen angegriffen. 67.460 Tonnen versenkt. Das war die Graf Spee. 116.000 Tonnen. Schon wieder nachts. Stoßen zwar unsere U-Boote auf den Zerstörer. Wir ziehen uns zurück. 28 kann das leider nicht. Ja, ich meine, wenn wir die versenken können, sollen wir nicht stören. Wenn man zumindest so ein kleiner Erfolg gegen die britische Zerstörer übermacht. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal eine Strichliste führen, welche Zerstörer ich schon versenkt habe. Na, so ganz schlüssig ist uns sich unser Herr Zerstörer aber nicht, wo er hin will. 2400. Nein. Na, wohin geht er jetzt? Gleich. Jetzt haut er ab. Soll ich auftauchen? Ne, ich bewege mich mal so weiter. Vielleicht überlege ich es sicher nochmal anders und komme zurück. Wer weiß? Auf jeden Fall eine Kurve. Sucht er mich oder ist es. Ne, ist wieder weg. Nee, das war's. Ah, das geht schön. Omega Sea, alliierter Konvoi von Kriegsschiffen angegriffen. 86.950 Tonnen versenkt. Ja, das war die Köln. So gefällt's mir. Oh. Ja, wieder zwei Kriegsschiffe, ein Schlachtschiff, ein Schlachtkreuzer. Schon wieder nachts. So wie verhext hier. Leuchtkugel. Jo. Toll. Reno, und denk nicht mal daran. Nein, 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 nein! Das war knapp. Das war reichlich knapp. Alle weg hier. Rauchwand legen und weg hier. Prince of Wales müssen wir auch mal. Oh, scheiße. Na, mal hin. Ein bisschen mehr Rauch kann ich schaden. Scheibenkleister. Bitte, ihr müsst es schaffen. Ich brauche euch noch. Und zwar ganz, ganz dringend. Turmbi. Flak schwer beschädigt. Oder zerstört. Wir müssen zurückgezogen werden. Gut, der Brand ist gelöscht. Gut, das war soweit. Wobei, solange die hier im Atlantik verbleiben, wäre es gar nicht mal so schlimm, wenn die Flaggsysteme weg wären, weil die Alliierten hier noch keine Flugzeuge hinschicken können. Das heißt, hier bräuchten sie da eigentlich auch gar nicht. Es sei natürlich die Schluss auf dem Flugzeugträger.
Scheiße! Oh, Kacke. Ich nehme alles zurück. Zurück in die Werft. Lass mich. Blöde Leuchtkugel. Ruderanlage ist getroffen. Pumpen auch. Noch so ein Treffer und die ist weg. Dieser Läufer fehlt. Aber die Köln geht umgehend nach Hause. Der Zerstörer kann von mir aus dem Atlantik verbleiben. Mist, lass mich doch endlich hier das Gefecht verlassen. Bin wieder verfehlt. Jetzt die Renown. So fährt hinweg. Okay, auch verfehlt. Jetzt bitte, 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 lass mich einfach entkommen. Scheiße. Oh, fuck, oh, fuck, oh. Oh. Verhalten, aber sie sinkt noch nicht. Das war nur oben. An den Mästen so. Das könnten die Entfernungsmesser gewesen sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheibenkleister. Immer noch nicht. Nee, ist komischerweise unbeschädigt geblieben. Oh, Prince of Wales, lass das. Wer geht denn hin? Scheibenkleister. Na, ich könnte 9 Kreuz auf Krieg legen, aber es wäre natürlich schön, wenn die Köln am Leben bleibt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal 9 Kreuzer von. Oder einfach mehr U-Boote. Vielleicht kann ich ja wenigstens den Zerstörer schon zurückziehen. Ja, das geht. Dachte ich mir schon. Kann ich die Köln überhaupt noch zurückziehen? Oder muss sie eine bestimmte Rundenanzahl lang nicht getroffen werden? Alter Schwede, hat die Glück. Oh. Der dürfte daneben. Ja, der geht daneben. Schießt. Oh, Scheiße! Fuck! Oh, nee, 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 nee! Ist zum Heulen Thomas ausgefallen. Das würde mich jetzt aber ganz ehrlich auch nicht mehr stören. Wir schaffen das schon, Köln. Gut, ihre vordere Hauptgeschütze, die kann die Prince of Wales schon mal erstmal nicht mehr einsetzen. Das ist die Brücke im Weg. Aber es ist bemerkenswert, wie viel die Köln einsteckt. Gut, ich zähle es mal mit. Wie viele Runden die Köln jetzt nichts einsteckt. Nein, oh. Ich drehe dieser. Das war's. Scheiße. Blödmänner.
Okay, neue Kreuzer werden auf Kiel. Ja, nein, 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 nein. Hätte ich hier fast ein paar Schiffe gelöscht. Das wäre es gewesen. Mirashir, nein. Nein. Da. Die Königsberg, kommt mal. Du ersetzt jetzt die Königin, die tapfer im Atlantik gesunken ist. Ärgerlich, ärgerlich. Sheffield. Viel zu viel Zerstörer. Aber wir haben ja die Gneisenau. Also es könnte eigentlich klappen. Natürlich zuerst die Sheffield. Stärkstes Schiff, das muss also als erstes weg. Leichter Kreuzer. Oh. Yay. Guter Treffer. Pumpenschwer beschädigt. Nett, nett. Haben wir Luftschläge? Ja, zwei an der Zahl. Müssten zwei Stukas sein. 22,2. Ganz schön weit. Oh. Nee, geringfügig zu kurz. Frage, setze ich jetzt die Stukas auf die Sheffield ein? Obwohl, nee, die wird zu sehr vom Flachs gedeckt. Ich greife mal die gute Blanche, oder wie haben wir das gesprochen, wird hier vorne an. Die ist am wenigsten, die ist am meisten allein, sage ich mal. Oder die ist am weitesten vom Verband weg und deswegen auch ist das Flakfeuer verhältnismäßig schwach. Treff, treff, treff. Na, die waren eben. Ich denke mal, die ist. Na, in Umständen könnten wir doch Schaden gemacht haben. Oh, cool, versenkt. Cool. So kann man sich Arbeit sparen. Active. Das war so klar. Schieß, schieß, schießen ab, schießen ab. Ich verstehe nicht, wieso die auf meinen Zerstörer gehen. Warum nicht auf meine Scharhorst? Quatsch, Gneisenau. Ja, natürlich muss mein Schütz dran glauben. Egal. Da warte ich. Da warte ich. Ja, schön. Oh Gott, ich kann kotzen. Zerstörung müssen weg, die setzen ja die Luftschläge ein. Okay, nächster. Vielleicht kriegen wir ja die Active hier vorne weg. Ich glaube zwar nicht dran, aber probieren kann man es ja. Und denke nicht mal dran, meine Stuka abzuschießen. Ich warne euch. Bomben schon wieder zur Seite. Yay, versenkt! Cool! Sehr cool! Da muss ich gleich noch einen Zerstörer nachkaufen. Ich denke, für die ganzen Großkampfschiffe, die wir bei... Ja, wunderbar. Nur weiter so. Gott, ey. Hoffentlich nehmen wir diese blöde Insel bald ein. Das erste, was man da hoffentlich machen wird, ist die Sunderlands erbieten. Nicht nochmal. Sunderlands, das sind diese Bomber hier. Oh, nee. Pumpen schwer beschädigt. Kann auch nach Hause. Oh. Scheiß RAF. Cool. Netter Treffer.
Oder haben die noch Luftschläge oder bewahren sich die nur auf? Luftschläge habe ich aber normalerweise keine mehr, das heißt, ich werde mal. Nur noch die Wege haben sie da vorne. Da haben wir sie ja. Ein schlaues Kaninchen legt eine Raufwand. Und schießt trotzdem nur auf. Vielleicht treffe ich ja. Ich sag nichts. Nee, ich sag nichts. Okay, ist erstmal ein gutes Zeichen. Scheint so, als waren das all ihre Luftschläge. Kein Luftschlag. Klaus Kärtchen. Was will der machen? Will er zum Torpedoschuss rankommen oder was will er machen? Das will mir aktuell noch nicht so ganz in den Kopf rein, was das da werden soll. 10,7, triff. Oh, Sheffield versenkt. Der war schon hinter wirklich fast vor seiner Rauchwolke. Wir stehen ein bisschen hoch und schießen. Na, fast. Noch so eine Runde, nochmal so, und es dürfte ein Treffer werden von der Königsberg aus. Köln verloren, Max Schulz verloren. Ich meine, das kann man alles noch ersetzen, aber toll ist natürlich nicht. Tollen Heckgeschütz ausgeschaltet, aber das bringt mir jetzt nicht so viel. Juhu. Netter Treffer. Das wär's noch, wenn das, wenn der meine Gneise noch versenkt. Dann eskaliere ich hier aber. Meine Gneise noch muss nach Hause. Dringend. 7,7. Bitte? Kriegst du? Dachte ich mir doch, dass es zu kurz ist. Aber naja. Vielleicht klappt es dann nächste Runde. Ja, flieg, flieg, flieg! Juhu. Habe ich wenigstens Geschütz beschädigt? Nein, natürlich nicht. Okay. Die Gneisenau, die hat viel zu viel Erfahrung gesammelt. Hier die 3 Sterne, das will ich nicht verlieren. Die ist viel zu erfahren dafür. Und das ist bestimmt wieder zu weit oder so, ne? Ja, geht. Oh, kein Kommentar. Sink Merchants and Withdraw. Mittelschwer beschädigt. Gneisenau nach Hause. In die Werft mal wieder. Königsberg weiter. Und ich werde noch einen Zerstörer wieder auf Kiel legen. Der wird dann wieder die Position. Ach, Quok, schalte ich eigentlich hin. Eigentlich die Hilfskreuze. Na komm. Bern von Arnim. Ja, den packen wir mal dahin. Beim ersten Kreuzer, der auftaucht, wird er wohl rennen müssen, aber das nehme ich in Kauf. Ach ja, noch was. Wie viel. Okay, ich glaube, an Erfahrung zum Kaufen von Schiffen mangelt es uns ganz und gar nicht. Können wir noch 8 Schiffe kaufen? Nein. Ja, das wollte ich haben. U36 läuft aus. Und U33. Gut.
U33 wird. Ah, die werden erstmal beide auf die britischen Inseln auslaufen. Nee. Genau, was ist passiert? Druckkörper. Ja, und zurück nach Hause. Jawohl, ab in die Werft. Hey, okay, wir haben die Chance, Reno als Rache zu versenken. Mal ganz ehrlich, ich werde meine ganzen Torpedos dieser blöden U-Boote geben, um die runterzukriegen. Ich würde meine ganzen Torpedos geben, um die runterzukriegen. Allein schon, weil seine Vernichtung unter Köln beteiligt war. Oh, du, das kracht noch bei dir, oder du wirst dich noch wundern. Steuerbord. Das ist Backbord. Du sollst in die andere Richtung fahren, verdammt. Oder ich probiere es einfach mal. Weil so schnell 15,1. Ich bin aber mal so dreist und feuere zwei Torpedos. Man weiß ja nie. Ja, treffen die? Ich weiß nicht. Doch, das sieht gut aus. Schöner Treffer mittschiffs. Sie sinkt! Wie genial ist das? Sie sinkt. Die Munition ist explodiert. Well, wir haben die. Ja, also. Ich wurde erfüllt. Sehr schön. Die Rache ist gelungen. Wir haben wieder ein bisschen Erfahrung gekriegt. Und der Konvoi wird hoffentlich bei uns kommen hier. Oh, da kracht aber jetzt hier. Boadikea. Boadikea oder. Boadikea? Frag mich nicht, wie das ausgesprochen wird. Wir tauchen mal. Und nähern uns dem Zerstörer, damit wir den dann gleich torpedieren können. Das war ein Glückstreffer. Ich hoffe nur, dass bald meine Schlachtschiffe wieder einsatzbereit sind. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Einmal noch? Ja, zeig mir schon die Seite. Ja, das ist Auftauchen. Ist es nicht zu nah? Das wäre jetzt doof. Es ist zu nah. Oder soll ich doch mal probieren? Ich probiere es mit dem Torpedo aufs Heck. Ha! Da hinten klappt es doch. Da hinten hat es doch wieder gepasst. Aber ich glaube nicht, dass er dann sinken wird. Oh doch. Man darf ich auch mal über. Jawohl, geschafft. Gefällt mir. Gut, U33. Und dich werde ich jetzt mal ganz hier unten hin verlegen. Weil ich weiß nämlich auch, jetzt habe ich das letzte Mal ausprobiert. In der Demo, da habe ich auch mal eine Kampagne mit den Deutschen wieder angefangen. Also Battle of the Atlantic. Und auch wenn da unten keine Konvois angezeigt werden, da sind welche. Und ich meine, dann kann man das hier auch mal nutzen. Da unten ein paar Schiffe hinschicken. Benford Army hält tapfer die Stellung. Wobei ich frage, ob man die Admiral Hipper und so nicht auch einfach mal in den Kampf der Atlantik schicken sollte. Ob die da nicht einfach nützlicher sind. Ah, da haben wir den Salat. Jetzt ein Bomber und die Benford Army ist weg, ne? Schreibkleister, das hätte ich bedenken müssen. Luftschläge. Hätte ich bedenken müssen. Ja, ich glaube, die Bomben gehen daneben. Die driften ab. Zack, zack, zack. Ja, die driften voll ab. Oder soll ich den Kampf aufnehmen?
probier's mal. Ein Bomber haben wir, eine Stuka haben wir natürlich wieder. Wenn es ein Du 217 wäre, wäre ich sehr glücklich. Ja, es ist ein Stuka. Soll mich aber nicht stören. Sturzflug. Abwurf. Na, was haben wir getroffen? Auf jeden Fall brennt die Kiste ganz gut. Na, ich glaube, die trifft jetzt aber. Hoffentlich nicht zu böse. Oder wir haben Glück, wir haben Glück. Nee, aber nicht. Doch, wir haben Glück, genial. Er verfehlt schon wieder. Ja, Flak-System sind leicht beschädigt. Ja, ungünstig. Pumpen schwer beschädigt. Maschine schwer beschädigt. Ja, ich nehm den Kampf auf. Ups. Ein zweiter Luftschlag wäre jetzt Gold wert gewesen, aber. 19,6. Gut, zu weit. Schöner Treffer. Oh, 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 oh. Autsch. Oder ich komme zum Tapirisches heran. Ja, weißt du, was soll ich jetzt machen? Flaggsystem ist schwer beschädigt. Okay, ich mach's. Nur falls habe ich auch noch die Gelegenheit zu fliehen. Ich lege es erstmal darauf an, damit wird Ace wahrscheinlich erstmal voll verziehen. Was er auch tut. Oh, ich soll gleich mal aufhören, die Folge. Schon wieder eine halbe Stunde erreicht. Ja, da höre ich dann lieber gleich mal auf. Wieso noch einer? Wieso? Wieso hat er noch einen? Ich weiß, wo echt nie lang genug ist. Bitte triff nicht, bitte triff nicht. Autsch. Das könnte die Maschine. Oh, es war wahrscheinlich die Maschine. Ja, das ist ungünstig. Flak-System ist zerstört, das ist natürlich sehr doof. Oh Mist, jetzt habe ich vergessen, Rauchwand zu legen. Naja, wo wir gerade dabei sind. Können wir auch schon ein bisschen feuern. Das ist zu kurz. Wie viel hatte. Nein! Lass mich! Lass das! Befehl. Ja! Er wirft daneben. Eine Gnadenfrist. Aber anscheinend muss er da die Maschine wieder da glauben. Oh, wie viel hat. Das ist doch inzwischen der fünfte Bomber. Wie viel hat er denn? 10 ist das Maximum. Sieht nicht gut aus. Jetzt müssen wir aber weiterfahren. Und nur was ramme ich den. Null Knoten. Ich hab hier Aufwand liegen vergessen. Die 15,0 stehe ich mir ein. Und selbst das ist noch zu weit. Oh, hätte ich doch bloß eine zweite Stuka gehabt. Ah, das war jetzt anscheinend. Das war es jetzt anscheinend. Okay, Rauchwand wieder. Reparier die Maschinen bitte. Und zwar Dalli. Ja, den hinteren Turm brauche ich nicht. Ja, aber die Maschinen da brauche ich. Oder ich drehe bei und schieße einfach einen Torpedofächer. Ja, das mache ich. Oder versuche ich mich zurückzuziehen. Weil wenn mich nicht alles täuscht, fährt er ja auch nicht ganz schnell. Nur 10 Knoten. Ach shit, das Ruder ist ja im Arsch. Dann schieße ich jetzt einfach weiter und hoffe, dass ich ihn irgendwie treffe, irgendwie kritisch treffe. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich glaube nicht dran.
Gar nicht mal blöd. Ich kann gerade nicht ausweichen. Repariert doch diese blöden Maschinen, verdammt. Wieso lege ich eine Rauchwand? Nee, aktuell kann ich nicht ausweichen. Ich versenke sie selbst. So, Besetzung bringt sich Sicherheit und Ben von Ami versenkt dich selbst. Ach, U36 ist wieder alles bereit. Wir müssen wieder Schiff auf die britischen Inseln bringen, koste es, was es wolle. 8 und 9 Runden noch. Ach, wir machen eine 40-Minuten-Folge draus. Ach, Lützow fällt mir gerade auf. Das ist ja schon lange wieder fertig. Western Approaches, 61.000 Tonnen. Sehr schön. U33 war das. Geht hier weiter runter. Lützow bleibt da sogar mal. Okay, das wird dann aber jetzt wirklich die letzte Schlacht werden, weil die wird dann, glaube ich, auch lang dauern. Oh, ein Tanker. Ich doch auf. Provokation. Das ist echt Provokation. Lass das. Okay, war glaube ich doch ein. War bei den allen nicht die schlauste Idee. Los, runter damit. Okay, Lanze fehlt auch. Lenz. Natürlich muss der vordere Torpedoraum beschädigt werden, sonst wird es ja keinen Spaß machen. Das heißt, Torpedos ist gerade mal erstmal nicht. Na, gedulden wir uns halt die Runden. Wir ziehen uns aber zurück. Repariere die Bugrohre. Schnell bitte. Okay, er repariert's. Oh, ich probiere es hier nochmal. Wir müssen die Landständen ablenken. Das war ganz knapp daneben. Ja, komm, Jans, komm zu mir. Wir müssen sie in Einzelgefechte verwickeln. Dann haben wir eine Chance. Gut. Codrington dürfen wir gleich kriegen, wenn alles gut geht. Verdammt, Lance, du sollst zu mir kommen. Ja, wir sind nah genug. Die fängt dich ein. Und Garland und Lance kommen sogar zu mir. Zu dem anderen U-Boot da hinten.
Hat halt die Nummer nicht. Oder war, ist nicht U30 da hinten? Nee, U28. Zwei Torpedos. Einer hätte gereicht, aber doppelt hält er bekanntlich besser. Gut. Zwölf Torpedos. Vielleicht soll ich einfach 28 hinten mal Feuerschutz geben, indem ich auch sonst auch wieder auftauche. Aber das klappt, glaube ich, schon. Das hoffe ich. Ach, ich tauche auf. So, 27, du musst noch einmal die Kopf hinhalten. Und das Deckgeschütz besetzen. Zu kurz. Wieso ruckelt das Spiel denn so? Naja. Das war so klar. So genau will ich beim ersten Schuss auch mal treffen. Gut, okay, sie haben wieder die Aufmerksamkeit von U27. Runter mit der Karre. Gut, anscheinend teilen sie sich auf. Irgendwelche Beschädigungen? Nö, alles gut, alles gut. Oh, die Folge knackt doch wieder die 50 Minuten. Ach, Mist. So viel zu meinem geplanten Konzept. Ich mach nicht wieder eine Folge, die länger als 50 Minuten ist. Das ist wohl gerade eben mal gescheitert, vermutlich. Aber naja. Ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht übel, dass die Folgen immer so übertrieben lang werden. Weil ich glaube, auf die Dauer ist das Spiel auch nicht mehr spannend. Schreibt mir sonst mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass die Folgen manchmal so lang sind. Gib doch mal Gas. Du kannst 40 Knoten fahren, zeig das doch auch mal. Jawohl, jetzt rammen sie sich gleich wieder gegenseitig oder so. Jawohl, rammt euch nur. Ist der jetzt ernsthaft durch das Rammen über... Oh, wie genial ist das? Ich schmeiß mich weg. Der ist nicht ernsthaft jetzt durch das Rammmanöver gesunken. Oh, herrlich. Herrlich. Wenn ich jetzt Nazi bin, schicke ich ein Torpedo hin. Ich mach das. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Nein, nicht der Frachter! Ach Mann, Spielverderber. Mann, so ein Spaßverderber. Das wäre so lustig gewesen. Gut, wir probieren es nochmal, wenn die Torpedos so weit reichen.
Ach nee, klappt natürlich wieder nicht. Der Torpedo hat die Galle in voll getroffen. Der hätte die voll und absolut getroffen. Gut, Lance. Ist hier vorne? Ja. Diese Punkte da überall. Ich warte noch mal. Mit Glück könnte das jetzt was werden. Schick mir mal einen Aal dahin. Vielleicht wäre der Lapp mir echt zu weit zurück. Zumindest hätte ich ehrlich nichts dagegen. So, wie weit müssen wir die alle davor zielen? 12. Wir müssen also genau treffen. Sieht gut aus, wenn schon mal alle Türme in die Luft gehen. Nein, aber sinken will er nicht. Das könnte perfekt zwischendurch gehen. Oh, fast alle Türme ausgefallen und so. Doch, vielleicht wird doch ein Treffer. Keine Wasserbomben. Gut. Erwischt. Wie sieht es mit Hector-Pilo aus? Wahrscheinlich zu nah dran, ne? Obwohl. Eine Runde war hier noch. Keine Wasserbomben. Gut. Auftauchen. Geh mal so zu. Ach, seine Wasserbombenwerfer sind beschädigt. Naja, soll mir nicht stören. Deckelschütz. Hoffentlich kommt ihnen dann noch weitere Missionen, sonst sitze ich bis noch abends, noch bis abends hier irgendwie dran. Na komm, steh hoch. Na. Oh, knapp. Wir drehen, damit wir die Bug-Torpedos wieder einsetzen können.
Frage ist, ob er das überhaupt will. Oh, Lanz steht auch. Cooler Treffer. Ja, ist echt alles, fast alles kaputt. Aber er kann wieder Wasserbomben einsetzen. Ey, du, was versenke ich dich mit dem Deckelschütz? Ich sag's dir. Oh, das ist zu weit. Auch ein bisschen was. Soll mir das egal sein. Ich nehme den mit dem Deckelschütz ins Visier. Wie dreist das auch ist, aber ich will ihn jetzt runterkriegen. Aber die Lance wehrt sich echt nicht. Yep, wir haben gerade die 50 Minuten geschafft. Mist. Das war zu kurz. Da, 10 Torpedos hat er noch. Vor allem tut sie wieder fleißig. Gute Lance. Aber sinken wir sie nicht. Cool. Mist. Jetzt komm schon, ich will dich nicht versinken. Das war's. Die kann sich jetzt die Wellen von unten angucken. Natürlich muss es nochmal zum Gefecht kommen. Aber immerhin, zwei Zerstörer, vielleicht. Oder wenn wir sie versenken, wird das auf jeden Fall unsere U-Boote entlasten. Vesper. Oder Vesper. Knapp daneben. Admiral müsste jetzt ja dran sein, ne? Ja, der ist hier. Okay. Leuchtkugel schießen ins andere Zerstörer. Schade, zu weit. Reiche Verschwendung, jetzt ein Schiff hier zu lassen. Aber in solchen Situationen kann so eine Luftüberlegenheit ganz nett sein.
Aber jetzt bin ich auch irgendwie auch dankbar, dass ich keine, dass es Nacht ist, weil da können weder wir noch die Briten Luftschläge einsetzen. Und das heißt ja auch wiederum, dass unsere Schiffe weniger gefährdet sind. Weil in unserer großen Formation könnten die mit ihren Bombern echt Schaden anrichten. Ist bestimmt wieder 10 Kilometer zu weit. Wie gesagt. Jetzt kommen die Leuchtkugeln. Jo, zuerst auf den. Starship müsste jetzt ausgewählt sein. Ja, Pissy. Und noch eine Leuchtkugel. Oh, das war ein bisschen kurz gefeuert. Ach stimmt, der Torpedos. Habe ich ja völlig vergessen. Ach, Atlantis oder Atlantis? Wahrscheinlich Atlantis oder so. Dass die wieder alle mit meinen Zerstörern haben. Admiral Helper. Du bist dran. Mist, nächste Runde sollte es ein Treffer werden. Wir schaffen die Stunde. Ach Gottchen, das war nie so geplant. Ich erinnere mich noch, wie ich sagte, ich mache mal eine 40-Minuten-Folge draus. Gleich sind wir bei einer Stunde. Das wünsche ich mir auch noch von der Killerfish Games, dass sie so eine Speicherfunktion einbauen, dass man einfach sagen kann, so, ich höre jetzt mal auf und mache dann später weiter. An der gleichen Stelle. Aktuell ist es ja so, dass man wirklich dann. Ja, ich. Dass man da wirklich so weit weiterspielen muss, bis man hier mal wirklich eine Pause gefunden hat, in der kein Aufeinandertreffen feindlicher Flotten ist. Ich google. Die war schön. Von Richard Balzen auch nochmal. Oh, knapp daneben. So, jetzt ist die Vespa wieder dran. Ja. Oh, vielleicht Kugel. Das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Die blöde Achat ist davor, oder Chet ist davor zu treffen. Wo wollte ich das sehen? Pumpen beschädigt? Nö, genau gar nichts. Ich setze jetzt nochmals die Zerstörer mal ihre Bewaffnung ein. Rüber. Ich
Der Balzen ist nah dran. Schöner Treffer. So, ich denke mal, ein Treffer von Admiral Hipper und die Schädel dürfte versenkt sein. Danach kann man sich Vespa zuwenden und danach hoffen, dass nicht noch eine Mission kommt. Weil dann habe ich immer noch keine Lust mehr. Was haben die mit meinen Zerstörern? Wobei es eigentlich. Nee, ist eigentlich klar. Da können sie noch. Da könnt ihr Granaten richtig Schaden richten. Wenn sie auf die Admiral Hipper schießen, können sie sie nicht versenken. Und nicht mehr ernsthaft beschädigen. Es lohnt sich also im Prinzip gar nicht, auf die zu schießen. Deswegen konzentrieren sie das Feuer. Ach, das sind komischerweise nicht. Auf die Schiffe, die sie noch versenken können, nämlich meine Zerstörer. Schöner Treffer. Jetzt sinkt doch endlich. Oh, die Leuchtkugeln gehen aus. Das fällt mir gerade auf. So, wäre schön, wenn ich jetzt alle Türme einsetzen könnte. Können wir. Und wir treffen sogar. Und zwar mal richtig. Der Schild ist versenkt. Wir müssen natürlich erstmal wieder so ein halbes Blindschießen machen. Aber einmal fangen sie an, die Admiral zu beschießen. Jetzt müssen wir erstmal wieder blind schießen, weil das Schiff da hinten nicht ausgeleuchtet ist. Das ist aber recht nah, die Vespa. 5,8, schießen wir mal. Oh. Naja. Ah, das ist viel zu kurz. Wir schießen mehr. Hey, zu weit. Ah, ich hätte 5,6 schießen sollen. Anstatt auf den Zerstörer zu schießen, ist doch viel näher. Aber naja. Cool. Cool. Schöner Treffer. Wir haben die Stunde geschafft. Immer noch viel zu weit. Mann, die Zerstörer sind im Weg. Ah, jetzt habe ich schon Freischussfeld.
Wieso fahre ich nochmal? Oh. Aber 8,8 wäre auch zu weit gewesen. Ich meine, es hatte mir die Einstellung empfohlen. 3,2? Niemals. Ah, wir haben sie. Okay, das war's denn jetzt aber. So, ich hoffe, euch hat die doch sehr lange Folge gefallen. Wir haben leider drei Schiffe verloren. Gneisen und Steinhorst liegen in Wilhelmshaven, werden repariert. Stoßen wir bald wieder dazu. Wir haben 134.000 Tonnen. 134.515 Tonnen versenkt. Wir haben Mai 1940. Ich denke, wir kommen doch langsam ganz gut in Fahrt. Werden auch demnächst weiter hier in den Südatlantik expandieren. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Euer Graustreif Bomberkralle.